Also das Programm wie du Biology kannte ich vorher so noch nicht. Also sagen wir mal, dieser modulare Aufbau hat mir sehr gut gefallen. Ich habe allerdings schon relativ viel digitale Medien im Unterricht benutzt, habe auch schon relativ viel mit Video oder auch mit Foto im Unterricht gearbeitet und habe damit eigentlich immer, vor allen Dingen was die Motivation der Schüler angeht, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, digitale Medien im Biologieunterricht zu nutzen. Ich sehe vor allen Dingen den Mehrwert der digitalen Medien in der Motivation der Schüler. Also das heißt, es ist unheimlich motivierend, sich Dinge beispielsweise durch die Linse oder durch das Display zu betrachten und dann ungewöhnliche Perspektiven auf Dinge zu bekommen, die man so nicht bekommen könnte. Das ist ja immer so die große Chance von Video, dass man gewöhnliche Dinge aus ungewöhnlichen Perspektiven sich anschauen kann und dadurch einen unheimlich kreativen Zugang zu Dingen bekommen kann. Bisschen problematisch sehe ich eher das Inhaltliche, dass man es hinbekommt, ja, diesen kreativen Zugang, also dass man die Volte dann hinbekommt, auch zu einer kognitiven Reflexion. Das ist, glaube ich, das Schwierige an der ganzen Thematik und da bedarf es, glaube ich, relativ viel Vorüberlegung und vielleicht auch nochmal Vorüberlegung, was die Konzepte angeht. Ich würde es auf jeden Fall Kollegen empfehlen, kann mir auch gut vorstellen, mal eine Fortbildung im Kollegium zu machen mit der Expertise der Kollegen von hier. Das dann auch nachhaltig irgendwie im Curriculum zu implementieren. Also ich finde, Ziel sollte es eigentlich immer sein, dass das nicht sagen wir mal, dem singulären Engagement eines einzelnen Lehrers obliegt, sowas zu benutzen oder nicht, sondern dass man etwas ins Curriculum einbaut und dann dadurch sozusagen den Mehrwert auch ja, über dem individuellen Favel von einem Kollegen hinaus in die Schulgemeinde trägt.